Rebecca? Ricardo? Herzlich willkommen, Schneiders. Im Restaurant. Ich hab dir doch Normalität gewünscht. Also habe ich für dich gekocht. Und weil mir verwöhnter Schlossgöre sogar das Wasser anbrennt, hat mir Xavier ein bisschen geholfen. Normalität? Und da mietest du das Schneiders und kochst mit Charlies Sternekoch. Ich fand schon immer, dass Normalität Definitionssache ist. Wir können vielleicht noch nicht im Kino knutschen, aber ich dachte mir, das Schneiders tut's vielleicht auch. Ich glaube, ich weiß, was Liebe ist, aber ich hatte keine Ahnung. Ach, das ist so schön. Versteh mich nicht falsch, aber weißt du, ich weiß, wie schlimm das für Tristan sein muss. Ich kenne es ja immerhin selber, wenn man über Wochen belogen wird von dem Menschen, der einem am nächsten steht. Aber ich finde es so unendlich toll, dass er hier nicht einfach reinplatzen kann. Rebecca? Rebecca? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Na komm, raus mit der Sprache. Ach, es ist nur, ich wollte dir einen Abend Normalität schenken, aber wir denken die ganze Zeit an Tristan und reden über ihn. Ich will mit dir zusammen sein, aber wir sind immer zu dritt. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, wirklich nicht. Aber Mann, diese ganze Aktion wäre überhaupt nicht nötig ohne meinen verbohrten Bruder. Es soll jetzt auch nicht herzlos klingen, aber ich meine, mein Gott, das Leben ist nun mal so, Gefühle ändern sich. Kann ich nicht mal aufhören, sich so anzustellen? Hey. Habe ich das echt gerade gesagt? Ja. Es wird nicht ewig so sein. Deine Worte. Er wird drüber wegkommen und danach haben wir alle Zeit der Welt für die ganz normale Langeweile. Vielleicht ja schon früher, als wir denken. Tristan, nichts zu tun heute? Kann man so nicht sagen. Ich wollte gerade mit dir reden. Ich bin ein wenig besorgt. Oh. Tut mir leid, das zu hören. Wo drückt denn der Schuh? Ich habe mir heute noch mal die Kalkulation für das laufende Jahr angesehen. Ja, was soll ich sagen? Landstein Entertainment braucht dringend zusätzliches Kapital. Sagen wir mal 10 Millionen im Bar. 10 Millionen? Das ist eine Menge Holz. Ich musste mal Malenu umbesetzen und die neue Hauptrolle erfordert einige Investitionen, Probenplanänderungen, neue PR. Und dafür brauchst du das Geld? Ja, du hast ja keine Ahnung, was das alles kostet. Von Bühne und Kostüm will man ganz zu schweigen. Tja, weißt du, es gibt nur ein kleines Problem. Die Bank ist pleite. Dachtest du an einen Privatkredit? Wer von uns würde nicht auf sein Privatvermögen zurückgreifen, wenn es um seine Sparte geht? Ja, wie du schon so schön sagtest, wenn es um seine Sparte geht. Also hast du noch freies Kapital?
bitte dich. Aber weißt du, ich habe schon nach dem Waldbrand einen Großteil meines Privatvermögens in die Firma geschossen. Wir reden ja immerhin vom Erbe meiner Kinder. Du kannst nicht erwarten, dass ich das auf den Kopf haue, nur damit ihr ein paar neue Plakate drucken könnt. Komm schon, Ansgar, 10 Millionen sind eine lächerliche Summe. Das weißt du genauso gut wie ich. Die hast du schnell wieder drin. Und es wird sich für dich lohnen, spätestens bei der nächsten Gremiumssitzung. Das sagt es auch. Sagen wir heute Abend in meinem Büro? Danke. Kann ich Ihnen was abnehmen? Soll ich mich ausziehen? Ein Kaffee, bitte. Na, haben Sie die 12 Millionen schon für Schuhe ausgegeben? Das geht schneller, als Sie denken. Mein feuriger Cousin ist übrigens angesprungen. Die Sache läuft nach Plan. Noch. Ihre Pläne neigen dazu, einen Abzweigen zu nehmen. Keine Sorge. Auf den Hass meines Cousins ist Verlass. Tristan, mir gefällt nicht, was mit dir passiert hat, Marlene. Sprich es ruhig aus, seit sie mich vor dem Altar stehen gelassen hat. Deine Wut, das bringt dich nicht weiter. Du musst damit aufhören. Rebecca ist deine Schwester. Du kannst nicht ernsthaft glauben, dass du sie mit deinen Einschüchterungsversuchen auseinanderhältst. Das Einzige, was du damit erreichst, ist, dass sie sich heimlich treffen. Klingt für mich nach einem guten Anfang. Du wolltest mir nicht wirklich einen echten Van Gogh kaufen, oder? Ich wollte, dass du weißt, dass ich auch immer an dich denke. Tag und Nacht. Auch wenn ich das nicht immer zeigen darf. Du bist so verrückt. Nach dir. Was machen wir denn jetzt wegen Tristan? Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir werden meinen Bruder weiterhin mit unserem Anblick verschonen, obwohl er das nicht verdient hat. Aber er wird es nicht schaffen, uns unglücklich zu machen. Ich will Marlene nicht zurück. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie niemals glücklich wird mit Rebecca. Dann hoffe ich mal, dass bis zur Auktion niemand merkt, was Tristan vorhat. Danke. Keine Sorge, wenn in dieser Familie auf etwas Verlass ist, dann darauf, dass jeder nur um sich selbst kreist und nicht merkt, was bei den anderen los ist. Dann sollte man kreisen. Alles in Ordnung mit Ihnen? Doch, doch, durchaus. Ich hatte nur gerade eine Vision. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie sich diese miese Mischpoke anschickt, Königsbrunn endgültig zu verlassen. Wie sie im Gänsemarsch in kleinen Trippelschritten vom Hof laufen und wie ich ihnen nachwinke. Bye, bye. Tristan, das ist doch... Wahnsinn. Ich weiß, wie viel Marlene dir bedeutet hat. Okay, ich sag's, wie es ist. Ja, ich habe Angst, dass du wieder in dein altes Muster zurückfällst und durchdrehst. Keine Sorge, an dem Punkt bin ich nicht. Damals war ich verwirrt, jetzt bin ich vollkommen klar. Allen anderen kannst du vielleicht was vormachen, mir nicht. Ich hab verdammt noch mal allen Grund, wütend zu sein. Marlene hätte mir so oft die Wahrheit sagen können, aber nein!
Die Diva braucht ihren großen Auftritt in der Kirche vom Altar und ganz Düsseldorf schaut zu. Wie vereinbart? 10 Millionen. Hast du einen Vertrag vorbereitet? Ich bitte dich, eine Quittung wird's tun. Wir sind doch eine Familie. Nachzählen. Ich bitte dich, wir sind doch eine Familie. Na dann. Viel Spaß. Und viel Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Ansgar, halt's Maul. Du auch. Auf die Familie.